Vorsicht, Dacharbeiten. Ja, ein gutes Dach über den Kopf, das brauchen wir alle. Und das wird ja auch faszinierend gezeigt auf der GoFuture 2017. Jan und Tom in traditioneller Zunftkleidung, der Dachdecker, nehmen hier die jungen Leute und führen sie an den Job ran. Ein ganz wichtiger Job. Okay, es gibt natürlich so ein paar Grundvoraussetzungen. Keine Höhenangst und ein bisschen handwerkliches Geschick ist schon verdammt wichtig. Und das können die jungen Leute hier direkt austesten, indem sie nämlich kleine Schiefertafeln nehmen und selber bearbeiten mit einem Dachdeckerhammer. Und man kann natürlich auch immer ganz schön viel erzählen, aber selber machen ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Jetzt komme ich mal hier zum Tom, der hat ein bisschen was vorbereitet und jetzt werde ich mal versuchen, ob ich das in irgendeiner Art und Weise hinbekomme, die Schiefertafel selbst zu bearbeiten. Am Dorn führen, also Hammer immer schön am Dorn führen, immer schön hoch, dass das hier als erstes aufschlägt. Ich bin gespannt, ob ich hier so eine halbe Linie hinbekomme. Tom, vielleicht hältst du mal das Mikro. Wunderbar, dann probier es mal. Das sieht erstmal total einfach aus, aber immer dies am Dorn führen, das ist schon relativ schwierig. Für mich jetzt zumindest. Jetzt habe ich aber auch relativ linke Pfoten zwei. Alter Schwede. Warum ist das so wichtig, das immer am Dorn zu führen? Weil die Haubrücke hier vorne und hinten ist ja nichts runter. Da wackelt die immer so. In der Mitte hat die mehr Stabilität. Probieren wir es mal weiter. Ich sag mal so und bin ganz ehrlich, das dauert ewig. Und hier sind ganz, ganz viele junge Leute, die selber ausprobieren wollen. Und das sollen sie schließlich auch tun.